schrecklich. Und dann habe ich die Füße gesehen. Die sind zusammen kleben. Diese Anhörung von der Es gibt überall eine kleine schwarze Leine. Das Schlamm. Irgendetwas passiert in der Füße. Und dann habe ich den Augen der Mann gesehen. Und er ist nicht, dass ich nackt bin. Er ist. Er schaut mich sein nackter Körper. Der hat sehr eng bei meinen Augen. Wie mit Angst. Eine sehr, sehr schnelle Entscheidung. Da gab es kein Zögern. Als erstes haben mich sofort angesprochen, diese zart leuchtenden Rot. Der Kunstmarkt wird von sehr reichen Menschen bestimmt, die viel Geld haben und die nicht viel Geld ausgeben wollen für etwas, von dem sie glauben, das ist morgen viel weniger wert. Daher ist es eine ungeschriebene, ungesagte Übereinkunft, dass ein bestimmter Maler etwas wert ist. Daher werden wir unser Geld nicht verlieren. Ganz sicher, weil diese astronomischen Werte jenseits jeder Lebensrealität sind. Also das hat mit dem Kunstwerk nichts mehr zu tun. Und es ist oft bedauerlich, wenn sich dieses Dollarzeichen vor die Wahrnehmung schiebt. Das macht übrigens die Vergleichspraxis bei Restitutionsfällen etwas schwierig. Sag mir wann. Ich bin aufgewachsen unter diesen Bildern und mein Vater war sozusagen diese Bilder. Und diese Bilder waren mein Vater, so ungefähr. Wenn man zu ihm eine Beziehung wollte, dann musste man gleichzeitig zu diesen Bildern eine Beziehung halten. Für mich war es schwierig, zu diesen Bildern eine Distanz zu gewinnen. Für mich war das Teil meiner kindlichen Wirklichkeit. Und die Bilder sind auch zum Teil in meinen eigenen Körper übergegangen. Dann war es in diesem Fall unmöglich, die Bilder nicht zu mögen. Es gab für mich überhaupt keine Frage als Kind, diese Bilder in Frage zu stellen. Sondern diese Bilder waren sozusagen die Definition von Kunst.
die Akte war nicht so prominent sichtbar. Die meisten sind ja auf Papier, die hingen nicht in der Küche, weil das Papier vergilbt. Also die waren in Kästen verschlossen und nur manchmal zu sehen. Zum Beispiel die liegende Frau, wo das Tuch gerade noch die Scham bedeckt, aber sonst ein relativ explizites Ölbild ist. Das habe ich natürlich oft gesehen und ich habe nicht empfunden, dass es meine Scham verletzt. Es war eigentümlich, dass man so ein Bild gemalt hat und es dahin. Es hat mich viel weniger beeindruckt als die dunklen, symbolischen Darstellungen wie Eremiten oder in Schwebung. Das jüdische Bürgertum in Wien hat zeitgenössische Kunst sehr gerne gesammelt. Jetzt abgesehen davon, dass die großen europäischen Meister auch schon damals schwierig zu bekommen waren. Aber es war ein sehr aufgeschlossenes, liberales Bürgertum, das zeitgenössische Kunst gesammelt hat. Daher spielt Schiele in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Allerdings gibt es in der Eigentlich ist es ein Fragezeichen. Die Krone, der obere Teil.
Also es ist eigenartig, weil sie sieht wahnsinnig jung aus, wahnsinnig auch von der Frisur her, so die Unschuld vom Lande. Man denkt da immer an die Heimatfilme irgendwie. Oder das war halt das Erste, was mir da, sie hat so einen roten Lippenstift oben, der Mund ist leicht geöffnet und die Frisur erinnert so an diese eigenartige Unschuld vom Lande Haartolle, die obenrum so kleine Kringel hat. Man kennt das sicher, diese Schwarz-Weiß-Teile aus den 30ern, 40ern, eher 40ern würde man sagen, aber so dieser Typus in etwa. Ja, dazu passt auch ihr Körperbild. Und es bleibt mir unklar, wo die jetzt genau hinsehen, weil das Ganze schreit halt so ein bisschen nach Anklage oder so. Aber das ist es halt auch nicht. Das ist erstmal einfach nur wie so eine komische, düstere, ja, so eine Mischung aus gerade aufgewacht Traumlandschaft, beide gerade aufgewacht oder nach dem Liebesakt oder irgendwie nur so in einer Umarmung, die halt irgendwie bei beiden irgendwie gerade so ein eigenartiger Distanzmoment da ist, den man halt kaschiert mit so einer Berührung, aber dazu passt irgendwie sein abgemagerter Körper nicht, der irgendwie, also ich bin da halt immer gleich im KZ, wenn ich so einen komischen Brustkorb und den Bauch sehe. Und also auch auf der ganzen Landschaft irgendwie alles passt halt gerade, der hat so diese Anmutung von Erschrecken oder das Stärke der Füße. Sofort den Eindruck, dass irgendetwas passiert sein muss. Und er ist erschaut. Dann sehe ich, dass sie beide nackt sind. Zwei nackte Körper. Ich sehe ihn beieinander. Und hier kann ich sehen, dass dieser schwarze Stoff ist eigentlich andere Körper. Es gibt ein Gesicht und andere Brust. Linien, schwarze Linien. Und sie liegen eigentlich auf andere Körpern. Und dann gehe ich noch näher und diese zwei Körper sind wie viele Farben. Es gibt blau, grün, grau. Und es sieht ein bisschen wie unsauber aus. Und noch näher, es gibt auch Gold. Danach bin ich sehr weit gegangen. Und ich hatte den Eindruck, dass diese beiden Körper einmal diese zwei Gesichter gesehen, mit denen
betrachtet habe, bin ich zu der Vermutung gekommen, dass dieser Faltenwurf über der Scham nachträglich eingefügt worden ist, um sie zu verdecken. Umso länger ich bei diesem Gedanken war, desto weiter ist meine Fantasie mit mir durchgegangen und bin zu der Annahme gekommen, dass überhaupt der Überwurf der Decke über den Körper in der Mitte von Anfang an nicht geplant war, aber bevor man einfach ein Feigenblatt drauflegt, hat der Künstler eben diese Durchdringung zwischen Oberschenkel und Brust mit der Decke, auf der die Frau liegt, gewählt. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung. Nach der Verfolgung dieser Konturen und eher der grafischen Elemente geht meine Aufmerksamkeit mehr auf die Flächen, auf die Farbwahl, sehr reduziert. Es ist mir zum gestern etwas ganz Interessantes passiert. In dem Saal stehen drei Stühle, ein Schaukelstuhl, das sogenannte Sitzmaschine, und in der Mitte steht ein anderer, da ist immer wieder gestanden, ein Otto Wagner-Sessel aus der Postbank. Ich gehe gestern mit einem Unverständnis.